Hallöchen, hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei einer weiteren Newcomer-TV-Sendung, ein Magazin, was sich vorgenommen hat, die regionale Musikszene zu promoten. Und wir gehen zurück in die Portstraße Jugend und Kultur am Fuße des Taunuses zur dritten Newcomer-TV-Nacht, die unlängst stattgefunden haben. Und da möchte ich euch ein Duo vorstellen, und zwar ein Elektro-Duo aus Frankfurt, die ganz frisch sind. Ich meine, sind alles gestandene Musiker, die auch in unterschiedlichen Bands spielen. Aber vor 3 Monaten haben sie sich entschlossen, ein Duo zu gründen. Elektronische Musik, ein bisschen quecksilbrige, mischfreudige Klänge zu produzieren. Ich habe sie gesehen auf der Sommerwerft im Beduinenzelt. Es war ein großartiges Konzert, und auch ihr Konzert in der Portstraße bei der dritten Newcomer TV war fantastisch. Deswegen jetzt ein Riesenapplaus und freut euch auf Diak. Thank you.
Hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen und an den Lautsprechern. Willkommen bei der dritten Newcomer-TV-Nacht hier in der Portstraße Jugend und Kultur am Fuße des Taunuses. Es ist mittlerweile dunkel geworden, aber der Raum leuchtet hell, weil Dirk ist da. Willkommen an Bord. Es ist schön, dass ihr hier seid. Danke, danke. Es ist wirklich sehr schön. Danke. Ja, danke. Schön. Ihr seid nicht nur ein künstlerisches Performance-Projekt, sondern ihr seid auch eine Band. Wie lange arbeitet ihr zusammen? Seit wann arbeiten wir zusammen? Also wir arbeiten schon ewig zusammen, eigentlich ewig und 3 Tage, würde ich sagen. Und in dieser Konstellation, genau so zu zweit in unserem kleinen Raumschiff, was ihr später sehen werdet, seit 7, 8 Monaten? Lichtjahre ist bei uns keine Entfernung, es ist eine Zeitangabe tatsächlich. Through the night. Gonna
noch ganz unglaublich fasziniert von der Atmosphäre, in der ich mich hier gerade hineinbegeben habe. Und vor allen Dingen, ich habe euch ja das Vergnügen gehabt, euch auf der Sommerwerft live zu sehen. Und ihr habt ja dieses Beduinenzelt komplett verzaubert. Nicht nur musikalisch, sondern auch eben durch eure ausufernde Performance. Arbeitet ihr an eurem Stage Act und an der musikalischen Präsentation getrennt oder ist das alles zusammen? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Stage Act? Wir sind so. Wir wachen morgens auf und dann sind wir so. Manchmal müde sieht es dann so aus, aber dann richtig das und dann so einfach. So, zack. Ich bin ja total, also
Leute, ne? Also wenn man so ein schönes Outfit hat wie diese beiden und dann sozusagen mit einem galaktischen Raumschiff durch die Universen der Elektronik fliegt und dann einen so klasse, tollen Auftritt abliefert, ich meine, das ist doch der Wahnsinn, oder? Es hat euch bestimmt auch gefallen, deswegen geht Instagram-mäßig auf die Seite von Diak und supportet sie und ladet sie am besten zu Veranstaltungen ein, weil es sind Musiker, die einfach auch das Geld brauchen. Und jetzt möchte ich euch eine weitere Musikerin vorstellen, die auf der dritten Newcomer TV-Nacht gespielt hat, nämlich Dasha Reimt. Dasha Reimt ist eine Rapperin, eine Freestylerin, also die sich battelt mit ihrer männlichen Konkurrenz, die sehr politisch ist, sehr feministisch unterwegs ist, fantastische Texte macht. Und ich kenne eigentlich niemand, der weder männlich noch weiblich, der oder die in der Lage ist, so unglaublich viele Worte in so einer Geschwindigkeit zu formulieren wie diese begnadete Künstlerin. Deswegen ein Riesenapplaus für Dasha Reimt. Ja. Es ist an der Zeit, lange Zeit ausgehalten, nicht mehr breit, war bereit, hab mich aufgehalten. In mir Streit, bin es leid, will es aufbereiten, denn es zeigt, dass was bleibt, sind die Pausenzeichen. Ob ich je genug bin, um mir auszureichen, ich hatte reichlich Zeit, um mir auszuweichen. Bin lebendig, doch kenn ich da draußen Leichen, die mit bleichen Gesichtern nach Hause schleichen. Und es reicht, genug von dieser Stadt, diesem Hack-Mack. Ich fasse Mut, hab es satt, schubst den Dreck weg, steck's weg, bin bereit, es wird sich Neues zeigen, bin es leid, es ist an der Zeit, sich treu zu bleiben. Zeichne Freudenzeichen, will mit Freunden schweigen, die sich nicht bloß als Hengste oder Bräute zeigen. Leute leiden, die nicht ab und an die Meute meiden. Bin verstimmt, doch beziehe neue Seiten. Doch beziehe neue Seiten. Doch beziehe neue Seiten. Jetzt kommt Freestyle. Ey ja, Freestyle, Freistil ist improvisiert. Du weißt Bescheid, dass Dasha Reimt, hat die Rhymes integriert in den Satz. Mein Einsatz, du weißt was, ich weiß nix. Ich weiß, alles in meinem Kopf ist nur ein Reimverzeichnis. Also hebt mal die Hände, wenn ihr Hip-Hop liebt. Mal schauen, ob der Trick noch zieht, das ist mein Gebiet. Einfach Freistil, du weißt, ich sag, was mir einfiel. Frei Schnauze und ich brauche dafür niemals eine Pause. Nur ein Mic, das ist Kultur, ich bin immer bereit. Ich mach diese Scheiße auch ganz in meinem Zimmer allein. Da weißt du Bescheid, es ist einfach nur nice, es ist einfach nur Fleiß und Stimme, weil ich das immer wieder einfach von innen bringe. Das ist Bauchgefühl, weil ich auch so fühl, so wie du. Ey yo, du weißt Bescheid, gib mir ein Mic und das ist der Clou des Lebens. Was Gutes geben, einfach nur sein, scheiß auf Gedanken, Digga. Ich bin hier in Frankfurt am Main, hier in Oberursel, wo wir hier sind. Denn ich weiß, ich bin hier mit euch und fühl mich wie ein Kind auf der Bühne. Gebt mir Mühe und übe jeden Tag, weil ich weiß, ich erhöhe mit den Reimen weiterhin den Schweregrad. Ey yo, high in die Kamera oder Peace. Ich weiß, was ich sage, ist nicht mies, denn ich bin ein MC, das ist alles improvisiert. Also hebt nochmal die Hand, das ist tipptopp. Und ich weiß, es ist einfach entspannt. Es fließt, fließt wie noch nie. Ein reimendes Genie. Du weißt Bescheid, Digga, was ich sag. Das hat Energie, das ist magisch, gar nicht tragisch. Manche werden nur apathisch, aber ich weiß, was ich mache, Digga. Ja, das mag ich. Ich lieb's, ja, ich krieg nie genug in mir drin an dieser Beat. Leg mir nur nen Groove und ich smooth da rein. Groove und Style, immer wieder, hin und wieder schreibe ich auch die Zeilen nieder. Doch jetzt nicht, Digga, nenn mich die. Denn ich komme wieder rein und ich weiß, ich finde mich dann zwischen den Zeilen immer noch ein. Ja, ich weiß nichts, doch am Ende brauche ich nichts wissen. Denn ich habe in meinem Kopf immer ein reines Gewissen. Und so viele Rapper sind leider beschissen. Ich bin einfach nur gut, ey yo, ich ziehe vor keinem dieser Penner leider den Hut. Tut mir leid, ich spiele einen Groove und ich bin ein bisschen frech. Aber egal, ich bin Rap und ich hab die Wahl. Deswegen ist okay, oh je, wie nee. Ich seh, versteh, was geht bei euch? Ihr tanzt ein bisschen, Digga, das freut. Ich weiß, es läuft, also hebt nochmal bitte alle eure Hand hier in diesem Raum. Denn es wäre so entspannt, ey yo. Ihr könnt doch gerne ein bisschen hier nach vorne kommen. Ich habe euch alle hier nicht beim Wort genommen oder nicht verstanden. Ich bin nicht einverstanden, dass ihr so weit
weg seid, denn ich weiß, ich brauche euch alle hier vorne für meine Rap-Zeit. Das wird besser. Ich bin ein Rapper, der das Messer schärft. Ich weiß mit reinem Verstand, weil ich hab's einfach erkannt. Ich mach's nicht schwer, ey yo, ich reim mich leer, ich flow jeden Tag. Ey yo, ich stehle jedem die Show, weil ich das eben einfach nur mag. Yes, yes, yo, auch ihr drei dort hinten, ich seh euch am Verschwinden. Kommt nach vorne, kommt Jungs, ey, was ist euer Befinden? Nein, nein, okay, ja, vielleicht soll's nicht sein, aber du weißt, ich bringe voll die Zeilen. Das ist voll ins Geil, ey yo, was geht? Hebt bitte nochmal alle die Hand, ihr wisst, das ist Hip-Hop, Tip-Top, das ist entspannt. Yes, yes, hier einfach kein Stress, das ist live, ey yo, Dasha rhymt und das die ganze Zeit. Yeah, yeah, yeah. Aber jetzt, heute geht es ja erstmal in erster Linie um Dasha Reimt als Künstlerin. Da würde mich interessieren, wie sieht denn die Welt von Dasha Reimt aus? Also was für Themen packst du in deine Texte? Wie entstehen bei dir im Alltag die Songs? Also ich habe sehr unterschiedliche Themen in meinen Texten. Das ist eigentlich immer das, was mich beschäftigt. Ich habe sehr viele feministische Texte, weil ich natürlich auch viel damit konfrontiert wurde als Rapperin in einer männerdominierten Szene. Vor allem, weil ich auch viel Battle-Rap mache und dann viele auch Beleidigungen und bla 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 erfahren habe. Dann habe ich halt irgendwie lernen müssen, dagegen was zu machen oder zu sagen und habe das halt so verarbeitet in meiner Musik. Ansonsten habe ich auch so einfach so philosophische Themen oder ich also so einfach so, was mir widerfahren ist. Oder zum Beispiel meine Oma hat Demenz gehabt. Ich habe einen Song über Demenz gemacht, den ich heute auch spiele. Der heißt Lach, wenn es zum Heulen nicht reicht. Das ist auch mein traurigstes Lied. Aber meine Oma hat immer gesagt, lach, wenn es zum Heulen nicht reicht. Und also ja. So oft verloren und doch etwas gewonnen. So oft das Ende geschworen und wieder begonnen. Wie neu geboren, mich zu lieben ersonnen, das für eure Ohren ein Lieder gesponnen. Manchmal weiß ich nicht, wofür ich das mache oder für wen, aber dann gib mir ein Mic und lass uns mal sehen. Es fing an in verrauchten Kellern mit Akani, jeden Mittwoch, Fall in the Hole, hieß die Party. Ich dachte, das kann ich, bin in die Cypher gesteppt, war grad 21, hab zum ersten Mal einfach gerappt. Hab die Freestyle sehen, da wusste ich tief in mir drin. Das will ich machen, das ist mein Ding, seitdem es viel passiert, nicht mal ich kann es in Worte fassen. Hätte nie gedacht, dass ich es an so manche Orte schaffe, dass ich davon leben kann, dass ich diese Sätze schmiede. Dabei lehrte man mich, dass in Worten Schätze liegen. Ich wollte schon so oft aufgeben, es war nicht leicht, doch dann gehe ich aufnehmen und mag den Scheiß. Ist das, was mich am Leben erhält, nur durch Worte verstehe ich die Welt. Und am Ende bin mein größter Gegner ich selbst. Ich glaube mit Überzeugungskraft, dass alles eine Bedeutung hat. Doch wenn ich sie nicht heute raff, findet sie doch deutlich statt, wenn ich über tief mit Freunden lach oder in einem C-Runden die Meute pack. So oft verloren und doch etwas gewonnen. So oft das Ende geschworen und wieder begonnen. Wie neu geboren, mich zu lieben ersonnen, das für eure Ohren ein Lieder gesponnen. Ich sag nur meine Meinung, auch wenn sie euch nicht passt. Bald steh ich in der Zeitung, weil mein Wort Bedeutung hat. Ich hab vernommen, ich bin dafür geboren. Der Krieg ist gewonnen, nur paar Battles verloren. Manchmal geht man auch als Sieger raus, wenn man dich Verlierer tauft. Denn wenn man in die Tiefe schaut, kommt die Wahrheit wieder raus. Die meinen, die haben mich nie gebraucht, dass du durch meine Reime in den Spiegel schaust. Ich werte eure Liga auf, bin wieder raus. Zeit für mich selbst, schon lange auf mich alleine gestellt. Schau, wohin mich meine Beine tragen. Meiner Welt gibt's kein Versagen. Und Hexen und Mike zu meinen Sätzen, immer zu neuen Sätzen bereit. Von allem, was mich verletzte, in Nächten befreit, in denen meine Stärke durch Schwäche gedeiht. Schweizer mit Style, zerfetzt nebenbei, denn ich lass mich von meiner Wahrheit lenken. In einer Zeit, in der die meisten sprechen, ohne nachzudenken. Vielleicht bin ich zu sensibel, vielleicht ist die Welt auch abgestumpft, aber ich fühl auch in die Tiefe und mach's Zukunft. Du musst meinen Weg nicht verstehen, ich versteh's nicht mal selbst. Ich tu einfach das, was mir gerade eben gefällt und nehme die Erfahrung mit. Vielleicht hab ich das Gefühl, die Leute, sie erwarten mich. Und was erwartet mich? Ich warte nicht, ich manifestiere. Manchmal habe ich gewonnen, auch wenn ich etwas verliere. So oft verloren und doch etwas gewonnen. So oft das Ende geschworen und wieder begonnen. Wie neu geboren, mich zu lieben ersonnen, das für eure Ohren ein Lieder gesponnen. So oft verloren und doch etwas gewonnen. So oft das Ende geschworen und wieder begonnen. Wie neu geboren, mich zu lieben ersonnen, das für eure Ohren ein Lieder gesponnen. Wie ist das, produzierst du dich selbst, also komplett, oder hast du Leute, die, mit denen du zusammenarbeitest, also so ein Team, hast du eine Plattenfirma oder veröffentlichst du alles selber?
Also ich veröffentliche alles selber über DistroKid. Ein Team, könnte man so ein bisschen sagen, also es gibt so ein paar Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Der eine ist ja auch hier, den Tolpasch, den habe ich spontan gefragt. Der recordet, hat meine letzten 3 Songs recordet. Aber ich habe natürlich viel mehr als 3 Songs. Ich bin ja auch erst seit neuestem nach Frankfurt gezogen und habe, also ich bin zwar in Frankfurt aufgewachsen, aber ich habe 10 Jahre in Köln gewohnt und, oder 9 Jahre in Köln, 1 Jahr in Wuppertal und dann bin ich zurück nach Frankfurt gezogen. Und habe dann auch den Tolpatsch kennengelernt bei den Open Mics und dann hat er mir vorgeschlagen, dass er meine Songs mischen kann und so. Und dann habe ich das dankend angenommen, das Angebot, weil er halt richtig gut ist in dem, was er macht. Und ich arbeite gerne mit ihm zusammen. Ich kann mir vorstellen, auch öfter mit ihm zusammenzuarbeiten. Ansonsten, mein erstes Album habe ich komplett selber produziert, teilweise auch die Beats selber gemacht, teilweise Beats von Freunden genommen. Der Akani Humphrey, mit dem ich das Hip-Hop Open Mic jeden ersten Donnerstag mache und das auch in Köln früher gemacht habe, der ist auch ein sehr guter Produzent unter anderem, von dem habe ich auch einige Beats und ganz unterschiedlich. Einen einzigen Beat habe ich von YouTube gekauft, weil ich den so geil fand. Ich habe mich in den verliebt. Und dann habe ich recherchiert, wo kann ich genau diesen Beat haben und dann habe ich den gekauft. Also ist ganz unterschiedlich so. Wie kann man so poetisch für Rap sein? R.A.P. Rhythm and Poetry. Eher zu proletisch für Rap sein. Dass es Beleidigung an Poesie, Rap ist Rhythm and Poetry, immer noch Flown wie nie, immer noch Ground Magie, es verzaubert mich, nach jedem Wortspiel durchschauert's mich und ich glaub an mich, Rap ist Tip to the Boom Bap, Spit to the Good Rap, Genicke im Block, immer noch Top, Rap ist nicht durch dein Weltbild definierbar, so viel auf der Welt identifizierbar, sehr viel Wirrwarr, Rap wird von denen geschaffen, die sich Neues bauen, nicht von denen, die von ihren Freunden klauen. Rhythmus und Poesie, sei frei, dich aus dem Takt herauszureden, solange beides da ist, trau dich, brauchst dich auch nicht aufzugeben, entspanne, weil es gar nichts, Rap ist Poesie, Definition und taktvoll vorgelesen. Mit Strategie, Intonation, einer Handvoll Worte segnen. Bis die Ohren beben, die Leute draußen in Horten stehen. Worte sort gewetzt, ich könnte Mord begehen. Wort verdrehen, was ich sage ist Gesetz und ich kann bis morgen reden. A cappella battles sind Ursprung von Poetry Slam. Rappen war mal Poetry Jam. Während sie nur an Guthaben denken, spreng ich Schubladen denken, renne Schubkarren rennen. Ich hab mir meinen Hip-Hop selbst geschaffen. Es ging nie darum, nur Geld zu machen. Ich weiß viel aus dem Status zu holen. Statt das Spiel mit den Statussymbolen. Wie kann man zu poetisch für Rap sein? R.A.P. Rhythm and Poetry. Eher zu politisch für Rap sein. Das ist Beleidigung an Poesie. Poesie. Wie kann man zu poetisch für Rap sein? R.A.P. Rhythm and Poetry. Eher zu politisch für Rap sein. Das ist Beleidigung an Poesie. Notorisch unterschätzt, so komisch und entsetzt werde ich angestarrt, rap ich hammerhart. Kurz entschieden ist kein Raps, doch Poesie nicht gecheckt, wo die Wurzeln liegen. Nicht in Mode wie Deutschrap Charts, doch liefer treu die Bars, wieder neu der Tag. Gut um Neues zu erschaffen, ich mach Rap, weil ich mag. Mit Freude zu erwachen, Geschichten zu erzählen, Berichte aus dem Leben in Gedichte zu verweben. In meinem Innern, ich mein mich zu erinnern, was Rap ist. Rap ist Gemeinschaft, gemeinsame Sache. Und hat genau dadurch heilsame Kraft, ne? Rap ist in Cypherkreisen in der Reihe Freestyles kicken und bei jeder dieser Zeilen alle mies am Nicken. Rap ist Lebensgefühl, da stimme ich zu. Ich rede und fühle, gib Stimme dazu. Beginne eins zu sein mit dem Buch an sich. Das Gute spricht, es besucht an dich. Hip-Hop vereint Menschen und Welt mit Gedichten, Helden, Spit-Geschichten. Spaß beiseite, war nur ein Wortspiel, das dir ins Ohr fiel. Präzise, wie wenn ich mit dem Ball auf den Korb ziehe. Genieße das Intervall, wo mir keiner ins Wort fiel. Fließe ein in den Wortfluss, nimm Einfluss, bis ich fort muss von dem Sein. Ausfluss, der raus muss, bin erst einflussreich. Wenn ich nicht mehr weiter weiß und mache, wenn es sein muss, bin ich einfach bei der Sache. Setze Takt in den Takt, fächse Fuck, what the fuck, echtes Pappala-Papp-Spiel. Hammela-Hammela, what fiel dir ein, so sinnlos zu sein, spinn bloß die Zeilen. Finde mich ein, finde den Reim, finde den Style, finde es geil, gib mir das Mic und ich bin immer dabei. Yeah. Scratches von DJ Schiffrock. Zu poetisch für Rap sein, R.A.P. Rhythm and Poetry. Eher zu politisch für Rap sein, das ist Beleidigung an Poesie. Wie kann man zu poetisch für Rap sein, R.A.P. Rhythm and Poetry. Eher zu politisch für Rap sein, das ist Beleidigung an Poesie. Poesie. Yo, this flow, it is my own.
Also mich hat es wirklich von den Socken gehauen, ja. Also ich saß da und mit offenem Mund und ich meine, ich habe sie ja schon öfters gesehen jetzt, ja, ein paar Konzerte, aber die Power, also vor allen Dingen, wenn der Sound stimmt, ja, weil der Sound in der Portstraße Jugend und Kultur, da muss man einfach mal ein großes Lob auch an Chris machen, der da den Live-Ton mixt, ist einfach unglaublich, die Bässe und der Klang und dann diese Frau, diese Powerfrau auf der Bühne. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns hier bei Newcomer TV. Und das war Deac und Dascha Reimt von der, also praktisch die erste Hälfte des Programms von der dritten Newcomer TV-Nacht. Und die zweite Hälfte kommt dann in der nächsten Sendung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit von euch und supportet die regionale Musikszene, geht in Konzerte und wenn ihr irgendwie das organisatorische Talent habt, macht auch mal selber das ein oder andere Konzert und ladet mal tolle Musikerinnen aus der Region ein zu euren Events oder Privatpartys. Das war der Seppel am Mikrofon für euch und der wunderbare Jochen, der hier so ganz toll die Kamera schwenkt für Newcomer TV. Macht's gut, Servus, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.